Ja, hallo, wunderschönen guten Tag zur neuen Episode unseres Podcasts. Und ich spreche da mit Gerhard Krumm über ein Thema, was ich glaube, was in Deutschland noch ganz, ganz am Anfang ist. Und zwar geht es um Robotik-Prozessautomation. Herzlich willkommen zum Pionierfabrik-Podcast. Thomas Barsch spricht darin mit Experten über Geschäftsmodelle und die Schwerpunkte Marketing und Vertrieb. Du findest Thomas Barsch auf Xing und LinkedIn. Er veranstaltet regelmäßig das Digital Breakfast. Alle Infos dazu findest du auf den Seiten www.pionierfabrik.de und digitalbreakfast.de. Abonniere den Pionierfabrik-Podcast und hinterlass gerne eine Bewertung. Mein Name ist Valerie Wagner und ich wünsche dir jetzt viel Spaß beim Hören. Hallo Gerhard. Ja, hallo Thomas. Schön, dass wir uns heute hier treffen. Und ja, das Thema ist natürlich sehr interessant, weil mit RPA kommen jetzt langsam Automatisierungen in Prozesse, die halt wirklich viel, viel erwirken können. Vielleicht fangen wir noch mal kurz so an. Sag einfach noch mal ein paar Worte zu dir, was du so alles schon getrieben hast, womit du dich beschäftigst. Dann steigen wir ins Thema ein. Mein Name ist Gerhard Krumm, Inhaber der Firma GK Computer in Freiburg. Ich bin seit 1987 selbstständig und beschäftige mich seit 2017 mit RPA. Und hier finde ich sehr viel Spaß, weil Automatisierung ist ein sehr, sehr wesentliches Thema. Was verstehst du denn unter RPA? Also, weil ich glaube, viele unserer Hörer können sich da vielleicht nichts drunter vorstellen, dass wir uns einfach mal rantasten an das Thema Robotic Process Automation, also abgekürzt RPA. Wie könnte man das jetzt erklären für jemanden, der noch nie damit was zu tun hatte? Ja, dann fangen wir doch mal ganz sachte an. RPA, wie du schon treffend gesagt hast, die Robotic Process Automation, zu Deutsch die Automatisierung von Prozessen. Gemeint sind natürlich Verwaltungsprozesse, wie zum Beispiel im Personalbereich das Onboarding, Offboarding oder im Einkauf das Einlesen von Eingangsrechnungen in die Warenwirtschaft oder das Einlesen von PDFs aus Mail beim Vertrieb in die Bestellungen und ähnliches mehr. Es gibt natürlich sehr viele Prozesse, die man automatisieren kann. Und das sind nur wenige Beispiele. Das sind prägnante Beispiele. Und das im Prinzip einfach schon mal umschreibt, was damit überhaupt möglich ist. Das heißt also, jetzt mit meiner laienhaften Ausdrucksweise, manuelle Tätigkeiten von Menschen werden quasi automatisiert. Kann man das so sagen? Ja, und zwar Tätigkeiten, die sehr oft wiederholt werden oder sehr lange dauern und oft wiederholt werden. Wie zum Beispiel, wenn in der Personalabteilung, wenn ein neuer Mitarbeiter eingestellt wird, dann muss der in verschiedensten Softwaren, also mit Medienbrüchen und vielleicht auch Systembrüchen, müssen da Zugänge angelegt werden, müssen da Dinge erledigt werden, es müssen Ressourcen zur Verfügung gestellt werden, etc. pp. Und das alles lässt sich automatisieren. Okay, also da bin ich gespannt, wenn wir da noch mal ein bisschen tiefer einsteigen, wo da auch dann vielleicht die Grenzen sind. Ja? Also du hast ja jetzt schon ein Beispiel genannt, was sich auch, glaube ich, jeder vorstellen kann. Vielleicht bleiben wir auch mal dabei, neuer Mitarbeiter kommt ins Unternehmen, der ist noch gar nicht da. Und wenn man das natürlich professionell macht, dann werden alle Arbeiten vorher erledigt. Du hast es angesprochen. Also das ist dann so, dass er in allen Systemen, in allen Softwaren, die er braucht, quasi auch angelegt ist mit einem User, vielleicht mit einem Einmalpasswort und dann am Tage X kommt er und es sind im Grunde genommen alle Arbeiten erledigt.
Je nachdem, vielleicht wurde auch seine Zugangskarte schon bereitgestellt. Vielleicht wurde die Zugangskarte vielleicht sogar schon an seine Adresse verschickt vorher. Ja, vielleicht hat er auch noch ein Welcome-Package bekommen nach Hause, sodass er dann halt ins Unternehmen kommt und er im Grunde genommen alle Systeme hat, die er braucht. Ich kenne das noch ein bisschen anders. Ich kenne das auch von großen, von wirklich sehr, sehr großen Unternehmen, wo ich mal die Freude hatte, einen Workshop zu halten. Und großer Automobilkonzern. Und da war es so, dass der eine gesagt hat, naja, also sie hat in der Qualitätssicherung angefangen und da war das dann so, dass es also so 3 bis 4 Monate gedauert hat, bis sie in allen Systemen angelegt war, die sie brauchte für ihren Job. Ja, das war natürlich kein gutes Onboarding, das war auch alles manuell. Und dann war einer vom gleichen Konzern, aber von so einem Spin-off, von so einem Startup, die auch natürlich ein bisschen anders organisiert sind. Und der hat gesagt, ja gut, bei ihm war das ein Anruf und dann war er quasi in allen relevanten Systemen, die er gebraucht hat, also für diese Tätigkeit im Startup, dann war das erledigt, ja. Also da sieht man dann auch schon den Unterschied, ja, also von, ich sage jetzt mal, einem Anruf zu 4, 5 Monaten. Und das, was du auch schon gesagt hast, das sind natürlich dann zum einen sind es die Tätigkeiten an sich, die man automatisiert. Zum anderen liegt aber auch der Benefit dann darin, dass der Regelbetrieb, der danach kommt, ja, natürlich dann mit idealerweise mit höchster Produktivität durchgeführt werden kann. Also wenn man jetzt an die Mitarbeiterin denkt im QS, die 3 bis 4 Monate nicht alle Systeme zur Verfügung hatte, wegen einer im Grunde genommen kleinen Sache. Also ich will es jetzt nicht runterdiskutieren, aber ich sage jetzt mal, so ein paar User anlegen ist ja kein großes Ding von der reinen Tätigkeit. Und die hat halt dann 3 bis 4 Monate ihre Produktivität nicht erreicht, die sie haben könnte. Und noch schlimmer, was hat sie gemacht? Sie ist immer zu den Kollegen gegangen und hat die noch von der Arbeit abgehalten, weil sie natürlich trotzdem die Systeme braucht. Ja, also willkommen in Deutschland. Ja. Ja, das ist natürlich ein sehr extremer Fall, den du da gerade geschildert hast, weil 3 bis 4 Monate, also wow. Ja. Da fällt mir eigentlich nichts mehr ein. Ja? Der Prozess lässt sich natürlich sehr weit automatisieren. Es gibt dann zwischendurch vielleicht auch noch ein paar menschliche Eingriffe. Mhm. Zum Beispiel das Willkommenspaket oder die Karte zuschicken. Das muss immer noch in irgendeiner Form auch durch einen Mensch irgendwo erledigt werden. Mhm. Zumindest ein Stückle weit. Mhm. Mhm. Aber es lässt sich alles andere automatisieren. Und es lässt sich so einrichten, dass wenn die nötigen Punkte fertig sind, dann muss nicht der Mitarbeiter kontrollieren, ob jetzt endlich alles erledigt ist, sondern er bekommt automatisiert eine Mail, der Benutzer kann jetzt sein Willkommenspaket erhalten. Mhm. Der Benutzer kann jetzt seine Eincheckkarte bekommen. Mhm. Und dann macht er das und zeichnet es entsprechend ab in der Software und damit geht der Prozess auch wieder weiter. Mhm, Gut, da bin ich jetzt auch wieder ganz, ganz pragmatisch. Ich mache jetzt einfach mal so ein Bild, ja, weil ich sage jetzt mal, ich bin kein großer Freund mehr von solchen Statusmeldungen. Ja, für mich sind Statusmeldungen, das ist ja irgendwie also ich bringe es jetzt natürlich wieder ein bisschen flapsig, ja. Statusmeldung heißt, Herr Lehrer, ich habe was erledigt, ja. Und wenn ich ehrlich bin, im Management interessiert mich das ja nicht, wenn was erledigt wurde, sondern ich würde das Ganze natürlich, also ich persönlich würde das Ganze wieder umdrehen. Das heißt, ich habe ein Selbstverständnis und sage, okay, das läuft. Und ich möchte halt nur die 0,3% der Fälle überhaupt bekommen, die nicht laufen. Also ich würde dann quasi nur das, was nicht funktioniert, dann gerne sehen. Ja? Aber ich denke, das dürfte auch kein Problem sein, oder? Nein, natürlich nicht. Weil wenn etwas nicht läuft,
dann wird es ja durch den Prozess und durch die Automatisierung in dem Prozess festgestellt. Und dann kann ich in dieser Automatisierung einstellen, was soll jetzt passieren? Bekommt derjenige eine Meldung auf den Schirm? Bekommt er eine E-Mail? Bekommt er irgendwo etwas eingetragen oder was auch immer? Das sind dann die 0,3%, die du gerade genannt hast. Und die werden dann entsprechend verarbeitet als Fehlermenge. Und die werden dann auch durch den Prozess entsprechend weiterverarbeitet. Und wenn dann irgendwann die Aufhebung des Fehlers kommt, dann kann der Prozess auch weitergehen, automatisieren. Was jetzt sicherlich unsere Hörer auch interessiert, wie ist denn so ein systematisches Vorgehen? Also wie kann man denn sowas implementieren? Ja, also fange ich da jetzt mit einem Einzelprozess an und schaue erstmal, um mich da, ich sage jetzt mal, überhaupt mit auseinanderzusetzen, oder macht man da erstmal so eine große Ist-Aufnahme und guckt, welche Prozesse gibt es, dass man so einen holistischen Ansatz fährt? Wie sind so die Vorgehensweisen, wenn man so RPA in Unternehmen integriert? Ist sicherlich auch von der Unternehmensgröße abhängig, aber was ist da Best Practice? Ja? Ja, zum einen, die Vorgehensweise ist genauso, wie du es gerade gesagt hast, nämlich extrem differenziert. In dem einen Unternehmen kommt man hin und man bekommt so und so viele Prozesse vorgelegt, die automatisiert werden sollen, damit ist das Thema schon geklärt. Man kommt in andere Unternehmen, die sagen, wir haben es schon erlebt, dass die sagen, wir haben keine Prozesse festgelegt. Wir machen das einfach so. Das wird bei uns immer mündlich weitergegeben. Ja, und dann nehmen wir praktisch dieses Mündliche auf und machen daraus den Prozess. Problemlos. Also es ist alles möglich. Es kommt immer darauf an, was die Firma, was das Unternehmen, in dem wir gerade tätig sind, braucht und was für sie sinnvoll ist. Und wie ist also die Bandbreite? Alles andere macht keinen Zopf. Wie ist dann so die Bandbreite von der Unternehmensgröße? Kann man sagen, das ist jetzt nur ab 100 Mitarbeiter, ab 500 Mitarbeiter, oder woran kann man das überhaupt festmachen? Nein, kann man überhaupt nicht festmachen, weil es kommt immer darauf an, was für Prozesse sind es, wie oft werden sie ausgeführt und was kann man davon tatsächlich automatisieren. Und das, was man dann automatisieren kann, wenn das die Größenordnung von einem halben Arbeitstag übersteigt, also eine halbe Arbeitskraft praktisch übersteigt, dann ist man auf alle Fälle auf der sicheren Seite, wo es ums Geld geht. Okay, da kann man es gegenrechnen, ja. Ja. Vielleicht mal einfach mal, um uns da noch so ein bisschen ranzutasten. Also in meinem Verständnis ist es ja dann der Mensch wird quasi in gewisser Weise, da wirklich jetzt auch ersetzt. Ich mache jetzt einfach mal so ein Bildchen. Das heißt, softwareübergreifend, möglicherweise auch plattformübergreifend, werden Tätigkeiten dann automatisiert. Und da, wo der Mensch jetzt ein Knöpfchen drücken muss, da macht es dann, die Robotik. Kann man sich das so vorstellen? Genau. Okay, genau. Man kann sich das so vorstellen, dass es einen Bot gibt, der auf irgendeiner Arbeitsplatzmaschine läuft und sich mit dem Server unterhält, weil von dem bekommt er seinen Auftrag. Und dann legt er los, der loggt sich dann in die Software ein, wie ein Mensch, und führt die entsprechenden Geschichten aus, so wie ein Mensch es machen würde. Ja? Okay. Und damit habe ich auch eine direkte Übertragbarkeit und damit kann ich auch entsprechend dann an den zeitlichen Stellschrauben drehen. Weil an vielen Stellen ist natürlich der Roboter viel schneller als wir Menschen. Der drückt schneller eine Taste als ich. Garantiert. Ja. Und er kann natürlich auch Sachen abkürzen, weil er nicht hinterfragen muss, sondern weil er die Infos schon im Speicher stehen hat. Okay, ich verstehe. Und
Ja, ich habe jetzt wirklich mal ganz konkret eine Sache auch so im Kopf, was ich mir gut vorstellen kann, was auch vielleicht nach wie vor Routinetätigkeiten sind. Und das ist halt, also ich mache mir da immer sehr, sehr viel Gedanken, wenn ich etwas oft mache, was immer gleich ist. Ja? Also immer, wenn ich irgendwie was, eine Tätigkeit, wenn die sich wiederholt, ja, dann erstens ist sie langweilig, zweitens ist es dann auch, ich sag mal, eine Routine oder Routinetätigkeit, und die Gefahr bei Routinetätigkeiten ist ja immer dann, ich sag mal, die Ermüdung, und ist ja auch erwiesen, dass Routinetätigkeiten irgendwann wieder dann zu einer höheren Fehlerhäufigkeit führen, weil die Aufmerksamkeit nachlässt. Ja, das habe ich ja schon tausendmal gemacht, ja, und zack, passiert wieder ein Fehler. Also deswegen finde ich das ganz, ganz interessant und vielleicht auch mal interessant für unsere Hörer. Also wir haben zum Beispiel immer eine Situation, dass wir ja für das Digital Breakfast im Grunde genommen ja immer eine Gemeinschaftsveranstaltung durchführen. Unser Breakfast ist ja auch eine Gemeinschaftsveranstaltung von 62 Standorten. Ja, das heißt, das Event wird 62 Mal angelegt im Xing. Ja, das heißt, ich kopiere eine Veranstaltung und dann steht dann drin Kopie von. Das heißt, ich muss dann den Titel ändern. Ich muss dann noch die Gruppenzugehörigkeit. Ich muss dann noch von der Kopie muss ich dann drei, vier Sachen ändern, und dann speichere ich das ab, und dann brauche ich noch die URL des Events zum weiteren für weitere Verarbeitung. Wäre so eine einfache Tätigkeit automatisierbar? Natürlich ist die automatisierbar. Die Frage ist, ob es sinnvoll ist. Wenn du über den 4 Stunden bist, also über der Halbtagskraft sozusagen, dann ist es sinnvoll, das zu tun, weil du hast damit jeden Tag oder jede Woche zumindest doch einige Tätigkeiten weniger zu machen. Ja, also jetzt machen wir mal ganz konkret ein Rechenbeispiel, womit wir uns auseinandersetzen. Also wir brauchen also realistisch 2 Minuten pro Veranstaltung. Ja, das heißt roundabout 120 Minuten. Und jetzt stell dir mal vor, wir sind jetzt auf dem Weg, also wir haben ja die digitale Wissensdusche immer freitags, ja, so heißt ja der Slogan. Das ist das Digital Breakfast Classic, nennen wir das jetzt. Ja, das heißt 4 bis 5 Veranstaltungen im Monat. Jetzt haben wir aber so gesagt, okay, einmal duschen pro Woche ist vielleicht ein bisschen wenig. Ja, so Spaß beiseite. Wir wollen hochgehen, vielleicht auf 10 Veranstaltungen. Ja, das heißt, wir haben 10 Veranstaltungen im Monat, und dann wären wir nämlich nicht mehr bei 120 Minuten, sondern mal 10. Ja, dann wird es schon spannend, ja. Und ja, dann sind wir bei 1200 Minuten, das macht 20 Stunden. Und 20 Stunden, das ist eine halbe Woche. Und wenn du das Ganze 4-mal hast, von der Menge her, die zu automatisieren ist, dann bist du im gesunden Bereich. Ja, dieser Bot kann ja verschiedene Prozesse abarbeiten. Der kann nicht nur einen Prozess abarbeiten, sondern der bekommt zum Beispiel den Auftrag, okay, den Prozess mit dem Xing-Treffen, das arbeitest du immer montags früh ab und guckst jeden Morgen um 8 Uhr nach, ob alles okay ist, und zur Sicherheit nachmittags um 4 nochmal. Genau. Ja, so in dem Stil. Und dann kann er in der Zwischenzeit völlig andere Prozesse, wie zum Beispiel Onboarding, Offboarding, Bestellungen einlesen in die ERP oder machen. Okay, jetzt langsam. Die Summe. Jetzt wird langsam, jetzt gibt es ein Bild. Das ist ganz witzig, weil wir haben schon seit Jahren bei uns die Miss Penny Money. Ja, wir haben die Miss Penny Money.
Und die Miss Penny Money, das ist nämlich so eine Idee gewesen von mir, das ist unsere virtuelle Mitarbeiterin. Und diese virtuelle Mitarbeiterin hat immer mehr Aufgaben übernommen. Ja, und das wäre jetzt auch ein schönes Bild, zu sagen, okay, wir haben jetzt noch eine weitere Miss Penny Money, die legt jetzt die Kurse an, auf Xing, auf LinkedIn, auf Eventbrite, auf Facebook und. Ja, also das ist jetzt quasi, Miss Manny Penny ist unser Backend im Eventbereich zum Beispiel. Zum Beispiel, ja. Und die macht natürlich dann auch verschiedene Tätigkeiten. Also die arbeitet verschiedene Prozesse ab, so wie du es jetzt geschildert hast, ja. Genau so ist es. Ja. Und das ist es auch, dass du dann nachher in der Summe über eine halbe Arbeitskraft im Monat rauskommst. Mhm. Und damit ist das Ganze im wirklich sicheren Bereich auch monetär. Mhm. Genau, das wäre jetzt die nächste Frage. Also wenn jetzt ein Hörer sich dazu entscheidet, sich jetzt auch mal mit dem Thema auseinanderzusetzen, was wäre jetzt so ein, also was müsste ich jetzt konkret tun? Was wäre so der Invest? Gibt's Lizenzen? Gibt's Software as a Service? Wie sieht das Onboarding aus? Also wie könnte das denn aussehen jetzt? Da gibt's wiederum verschiedenste Lösungen. Man muss das immer anpassen an das Unternehmen, wo das Ganze installiert wird. Mhm. Und das ist in der Tat immer etwas anders. Mhm. Ja, man macht das in der Regel so, dass man sich erstmal über das ganze Thema unterhält, in das Thema, in den speziellen Prozess oder in die Prozesse in dem Unternehmen etwas eintaucht. Dann macht man einen Proof of Concept. Und wenn der durch ist und dann weiß der Kunde, also das Unternehmen, definitiv, ob sich das für ihn rechnet oder nicht. Aha. Ob es für ihn Sinn macht oder nicht. Weil er muss ja auch sehr viele Rahmenbedingungen noch mit beachten, wie zum Beispiel Mitarbeiter, die dadurch freigestellt werden. Es macht immer Sinn, zum Beispiel diesen ganzen Automatisierungsprozess von vornherein immer auch im Zwiegespräch mit den Mitarbeitern, mit den betroffenen Mitarbeitern zu gestalten. Mhm. Es gibt da sehr gute Beispiele, die einfach aufzeigen, ja, wenn die Leute mitreden können, dann haben die eine ganz andere Motivation, das auch wirklich zu tun. Ja? Mhm. Und haben nicht nur Angst, dass sie ihren Job verlieren. Weil oft ist es ja so, dass die Leute, die dadurch freigestellt werden, die können höherwertigere Jobs machen. Im gleichen Unternehmen. Also jetzt sind wir, also ich sehe da jetzt, vielleicht ist es auch noch eine Zielgruppe für euch, ich sehe da jetzt zwei Ebenen. Was du angesprochen hast, das ist so der angestammte Markt, ja, einfach jetzt Firmen, die man kennt, ja, die es zuhauf gibt. Und ich habe vielleicht noch eine andere Zielgruppe für euch, also ich würde uns auch dazu zählen, ja, weil wir haben bei uns die Philosophie, also Wachstum, ja, also Digital Breakfast, mir ging das alles zu langsam, weil wir nur lineares Wachstum haben und deswegen haben wir viele Dinge gemacht, um exponentielles Wachstum hinzubekommen und da sind wir, glaube ich, auf einem sehr, sehr, sehr guten Weg, ja, haben verschiedene Maßnahmen gemacht und unser Slogan ist aber skalieren durch Technologie, ja. Das heißt, die Leute, die ich jetzt umlernen müsste oder den Change-Prozess einleiten, die gibt's nicht. Ja, sondern wir sagen einfach, die vorhandenen Mitarbeiter entlasten. Also ist ähnlich, aber ein bisschen andere, weil das ist für uns gar keine Frage. Ja, wenn wir wachsen, müssen wir Dinge abgeben. Ja, deswegen haben wir das eher schon so in der DNA. Ja. Ich habe nur 24 Stunden und also das ist ein bisschen, und das ist so ein bisschen so die Start-up-Mentalität, ja. Und ich glaube, das könnte für euch auch eine ganz, ganz spezielle Ansprache an Kunden sein, wenn man sagt, okay, ich habe hier Startups, die vielleicht in der zweiten Phase sind, ja, die jetzt Geld gekriegt haben vom Investor, ja, und die kriegen vielleicht nicht so schnell die Menschen, die sie brauchen. Aber sie müssen trotzdem, ich sage jetzt mal, Power auf die Straße bringen. Ja, und da brauche ich halt dann zum Beispiel 10 Miss Penny Moneys. Ja.
Genau. Ja, also das denke ich wäre noch ein ganz spannende Sichtweise. Vielleicht doch mal einfach, unsere Hörer wollen auch immer gerne so eine Range. Also wenn wir jetzt so ein Projekt machen, ja, einfach mal, ich will dich da auch nicht festnageln, aber einfach so eine Range, bei was für einem Projektbudget fängt man an? Ja, was ist, gibt es das überhaupt? Welche Range gibt es von bis nach oben? Gibt es ja meistens keine Grenzen, ja. Das ist völlig richtig. Nach oben haben wir auch keine Grenzen. Die wollen wir uns auch nicht auferlegen. Genau, ist ja klar. Ganz unten fangen wir an, so bei etwa 10.000, 15.000 Euro als Budget für das gesamte Projekt. Und ein durchschnittliches Projekt liegt in der Größenordnung zwischen 30.000 und 80.000 Euro. Okay. Das ist so ein durchschnittliches Projekt. Und da sind dann schon mehrere Prozesse mit automatisiert. Und das Unternehmen hat eine Einsparung in der Regel von einem 3- bis 5-fachen. Ja, klar, logisch. Das ist dann also ich finde es halt extrem spannend, weil ich davon ausgehe, nach dem, was du gesagt hast, also jetzt, das weißt du jetzt besser, ich habe es jetzt auch nicht detailliert und fundiert ausgerechnet, aber Return of Invest wahrscheinlich eher im Bereich Monate als Jahre. Ne? Also maximal 3 Jahre, sagen wir, ist der Return of Invest. Und man sollte immer natürlich versuchen, den niedriger zu halten. Okay, wie ist es dann mit, ich frage jetzt einfach, wie ist es dann mit Lizenzen, mit Support, mit Wartung, wie ist sowas geregelt? Ja, du brauchst bei solchen Leistungen brauchst du ein jährliches Update. Ja, und das liegt in der Größenordnung von etwa 20% der Investitionssumme. Okay, also der Klassiker, das kennt man so vom, ja, von der SAP, von der Microsoft, ja, da ist dann die Service-Fee oder so sind dann irgendwie was zwischen 20% und 25%, wo man dann sagt, okay, ja, das ist dann halt Hotfixes und was es da alles so gibt, ja, dass das einfach weiterentwickelt, genau, wird, angepasst an, keine Ahnung, mögliche gesetzliche Regelungen, an irgendwelche Vorschriften und, ja. Okay, alles klar. Ja, dann kann man sich da schon so ein bisschen ein Bild machen, ja. Wir bieten das zum Beispiel auch an in der Größenordnung von, der Kunde sagt, hier sind die Prozesse, macht, interessiert mich nicht, was ihr macht, hier sind die Prozesse, fertig. Andere Kunde sagt, bei uns kommt keiner in den Betrieb, wir haben solche Kunden. Klar. Ja, aus Sicherheitsgründen kommt keiner rein, könnt ihr komplett knicken, wir kaufen eure Software, aber wir machen alles selbst. Und alles, was dazwischen ist, ist machbar. Also kann ich mir auch schon sehr, sehr gut vorstellen. Es gibt ja auch wirklich Unternehmen, wo das Prozess-Know-how, ich sage jetzt mal, ein Alleinstellungsmerkmal ist, ja. Und dann will man das halt, die Abfolge, wie man Dinge macht, ja, die hat sich bewährt und die ist nicht öffentlich, ja, und dann will ich das natürlich auch dabei behalten, ja. Also kann ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen. Ja, das sowieso. Das sowieso. Aber nein, wir hatten Kunden, die so im abgeschirmten Bereich tätig sind, die sagen klipp und klar, wir kaufen eure Lösung, aber ihr kommt bei uns noch nicht mal über die Schwelle. Und das ist machbar. Ja gut, das ist natürlich dann dieses, klassisches Lösungsgeschäft, ja, für Einzelkunden, was halt dann auf die Kundensituation angepasst wird, ja. Ja, genau. Aber diese Variante ist natürlich inzwischen sehr, sehr selten. Wir haben sehr viel öfters die Variante, dass das Ganze zwar beim Kunden installiert wird. Manche sagen auch, will damit nichts zu tun haben. Macht ihr das irgendwo? Ist mir wurscht. Es muss halt entsprechend sein und es muss auch passen.
Und es muss natürlich auch dem Datenschutz entsprechen. Auch keine Frage. Aber es gibt halt einfach immer mehr Kunden, die sagen, wir sind nicht dazu in der Lage, das personell einfach so durchzuziehen, wie Sie das können. Machen Sie das für uns. Ja gut, ja? Vor allem. Und der eine sagt, mach das für uns in dem kleinen Bereich. Und der nächste sagt halt, mach das bitte etwas größer und mach etwas mehr für uns. Und übernehmen vielleicht noch den ganzen Änderungsprozess, den wir haben, wenn wir Änderungen an den Prozessen haben, dass wir euch die einfach mailen und ihr ändert die Automatisierung. Punkt. Ja, das ist ja auch immer so dieses Thema Make or Buy. Ja, also mache ich das selber. Und da kommt auch wieder, da kommt eigentlich die ureigenste Daseinsberechtigung von Dienstleistern zum Tragen. Ja, wenn jetzt eure Mitarbeiter halt schon, keine Ahnung, 50 Projekte gemacht haben, ja, dann haben die natürlich ein ganz anderes Vorgehen, eine ganz andere Qualität, auch eine ganz andere Geschwindigkeit, wenn sie jetzt ein Projekt machen, als wenn das jetzt quasi in-house sich jemand selber aneignet oder halt auch selbst wenn er geschult ist und so weiter. Ja, die ganze Lernkurve ist es ja eine ganz andere, weil er hat ja dann einen Fall und nicht 50. Ja, das ist so das der Klassiker. Ja, wenn einer jetzt da natürlich, also aus der, in der IT, ich war ja lange auch in der IT tätig, ja. Und natürlich kann ich auch als IT-Leiter jetzt ein SQL-Update oder ein Exchange-Update machen, ja. Aber ich falle mit hoher Wahrscheinlichkeit natürlich in alle Fettnäpfchen, ja. Und es ist doch viel besser, dann Dienstleister zu holen, der das, wie gesagt, schon 50 Mal gemacht hat und der es dann auch ja, mit einer hohen Qualität schnell und sicher erledigt, ja. Also das ist immer. Also eine Perspektive, die andere Perspektive ist, du kriegst die Leute ja vielleicht gar nicht, ja, die sowas machen, ja, selbst wenn du es wolltest, ja, findest du sie einfach nicht. Ich glaube, das ist nach wie vor ein Thema trotz Pandemie oder auch während der Pandemie. Also ich habe den Eindruck, dass sich da auf dem Arbeitsmarkt gerade sehr viel tut, ja. Aber das heißt ja nicht, dass die Leute dann halt zu dir kommen, ja, um sowas zu machen. Also deswegen, wenn man so eine hochwertige Dienstleistung, ja, ich sag jetzt mal, schnell, sicher und in Zeit und Budget realisieren kann, dann ist das fabelhaft, ja, dann bringt mich das weiter. Zumal ich ja die Leute dann anschließend, wenn das Projekt, also wenn das Onboarding und wenn es läuft, brauche ich die ja vielleicht nicht mehr, ja, weil sie ja spezielles Know-how haben. Das heißt, die müssten dann wieder was anderes machen und dann hole ich mir doch lieber so einen Full-Service-Dienstleister, der dieses Thema quasi stemmt und der auch dafür verantwortlich ist. Ja. Richtig, genau so. Ja, Gerd, ich freue mich schon. Ich bin gespannt, was du dann noch so aus dem Nähkästchen plauderst, wenn wir unseren Termin haben am 17. September beim Digital Breakfast. Vielen Dank, dass du Zeit hattest für unseren Podcast und ja, bleib gesund und munter und ja, bis September, ne? Tschüss. Ja, tschüss Thomas und das wünsche ich dir natürlich genauso. Bleib gesund.